Mittelerde schwebt in großer Gefahr, Celebrimbor. Zeig's mir. Mein Spiegel zeigt viele Dinge. Was einmal war, was ist und was werden kann. Manches wird nie eintreffen, wenn die Betrachter der Visionen sich nicht von ihrem Pfad abkehren, um sie zu verhindern. Der dunkle Herrscher hat den einen Ring. Wenn ich ihn nicht aufhalte, wird ganz Mittelerde fallen. Sei gewarnt, Silberne Hand. Wenn du Sauron besiegst und den einen an dich nimmst, kannst du ein noch größeres Übel werden. Mittelerde, Mordors Schatten, der helle Herrscher. Weiter nach dem Elb! Lasst ihn nicht entkommen! Bringt uns keine Schande! Wie ist dir den dunklen Herrscher überhaupt erst entwischt? Egal! Lass die Schlagerei und halt besser die Augen offen! Saurons Armeen sind zahllos. Mein Königreich liegt in Trümmern und meine Familie in Ketten. Und doch, mit dem einen habe ich eine Waffe, die mein Schicksal neu zu schmieden und den Weg durch die Finsternis zu erhellen vermag. Und damit herzlich hallo im DLC der helle Herrscher zu Mittelerde Mordors Schatten. Ich werde gleich mal ein bisschen näher darauf eingehen, sofern wir freie Hand haben. Im Moment sieht es so aus, als würden wir uns erstmal direkt in den Kampf schmeißen. Und wir kennen ja das Spielchen. Wir werden jetzt erstmal ein paar Orks niedermetzeln, ne? Also, aktiviere die Macht des einen Ringes, indem du einfach beide Knüppel knüppelst. Du bist jetzt unsichtbar und die Zeit verlangsamt sich. Du hast unbegrenzt Brandpfeile sowie Hinrichtung. Hauptmänner verlieren während seiner Wirkung ihre Immunitäten. Das ist geil. Lade die Macht des einen Ringes auf, indem du Feinde brandmarkst. Ah ja, okay. Also im Prinzip ein Easy Mode oder wie? So, wie war das? Unendlich Kills? Kein Problem. Alter Falter. Ich zerstöre den. Ach ja? So, wie hat man die nochmal gebrandmarkt? Ah ja. Aua. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Also wie war das? Einmal nehmen. Und dann brandmarken. Richtig. Meine Macht ist größer als der Tod. Ich werde diese Uruks zu meiner eigenen Armee formen. Wie der erste dunkle Herrscher die Elben peinigte und verdarb, so werde ich sie in Flammen erlösen. Sie werden mein sein. Wir werden jetzt schon etwas größenwahnsinnig. Das muss eigentlich ein Nebeneffekt des Ringes sein. So, und wenn ich hier gerade noch ein bisschen wenig rede, liegt das daran, dass ich versuche, den Sound einigermaßen zu auszupegeln, weil der ist ganz schön laut bei mir auf dem Ohr. Liegt, glaube ich, daran, dass ich derzeit haufenweise am Setup rumschraube. So, Einführung Schattenbrandmarken. Halte LT gedrückt. Weil mal LT war doch gleich, das war der Typ da oben, oder? Warte mal kurz, ich muss mal hier Licht anmachen, damit ich den Controller sehe. Nee, LT war die andere Taste, aber eben habe ich auch... Na egal, der zeigt irgendwie immer was anderes an, als ist. Also, LT gedrückt halten und B drücken, wenn ich was will. Ah ja, wenn ich auf Feind ziehe, dann kann ich einen Schattenbrand marken. Haben wir mal einen Feind, um das zu testen? Erstmal muss ich mich mal angucken. Das ist ja das erste Mal, glaube ich, dass man Celebrimbor im Spiel nicht in Geisterform sieht. Ist jetzt auch nicht so spektakulär, aber meine Güte. Wird schon gehen. Da vorne scheint eine ganze Armee zu sein, wenn er mal da unten auf den Radar guckt.
aber erstmal wieder, Die Zustände hier müssen schlimmer werden. Wollte schon sagen. Ich dachte schon, der kann jetzt nicht klettern. Das wäre ein ganz schöner Downer gewesen. Nee, ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, ey, was ist eigentlich mit Mordors Schatten? Wollte da nicht irgendwann noch ein DLC rauskommen? Ja, ja, Reichweite und Schärfe, alles ganz toll. So, und da meinte Internet, ja, und zwar heute soll der rauskommen. Habe ich natürlich erstmal bei Steam geguckt, weil ich wusste ja, dass der... Alter, ich will doch nur außen an den Turm ran. Ich mag es, Grog zu trinken, aber noch mehr mag ich einen anständigen... Oh, die sind ganz schön laut, wenn ich sie bis hier oben hin höre. Sowas wollte ich sagen. Dann habe ich erstmal geguckt auf Steam, ob er schon verfügbar ist, der DLC. Denn es gab ja... Zuletzt gab es ein Update. Über 5 GB Größe. Ah, jetzt bin ich verwirrt, dass das immer noch funktioniert. Aber sehr schön, dann habe ich jetzt wenigstens Ruhe. Nee, es gab letztens... Ich habe keine Ruhe. Okay, ich muss ein paar Uruks töten. Habe ich eigentlich irgendwelche Nebenaufgaben, wenn ich schon mal hier... Kräuter. Aha. Das scheint die gleiche Karte zu sein wie immer, oder? Da müsste hier vorne das schwarze Tor sein. Genau. Und hier hinten das, wo die geile Statue war. Wie gesagt, es gab neulich ein 5 GB Update von Mordors Schatten, was im Prinzip der ganze DLC war. Und der DLC an sich, der heute rauskam, das war im Prinzip, was waren das? Eine 256 Kilobyte Datei, die einfach nur die Deaktivierung im Menü aufgehoben hat. Frage ich mich, warum man da noch gewartet hat. So ewig, aber ist ja auch egal. Wir haben es ja jetzt und können loslegen. Aber ich habe gesehen, Waffen und Runen. Ach du Scheiße, schon wieder von vorne. Oh, doch nicht. Wir haben noch ein paar Cheetah-Runen, die wir damals als DLC dazu bekommen haben. Dann gucke ich mal kurz. Chance von 20%, bla, anzünden. Was ist das hier? Na dann. Ich benutze einfach mal ein paar Cheat-Runen. Weil, warum habe ich dafür bezahlt? Eigentlich bescheuert. So. Was haben wir hier? Den Bogen. Das ist aber nicht Urfeil, oder? Das ist irgendein anderer Bogen. Ich glaube, der DLC kann länger dauern. Denselben Terror habe ich auch gerade bei Arkham Origins festgestellt. Ich dachte mir so, ja, machst du wie den Harley Quinn Dings DLC. Einfach mal so 4 Folgen DLC. Aber mittlerweile scheint der Arkham Origins DLC zu einer richtigen Nebenaufgabe ausgeartet zu sein. Oh je, ich habe kaum noch Talente, oder wie? Was ist das hier unten? Aha. Okay. Es gibt gleich mal haufenweise Leute, die wir killen müssen. Ich habe ja, glaube ich, irgendwann mal... Privat habe ich noch ein bisschen gespielt, so aus Spaß, und habe mal irgendwie versucht, alle leer zu räumen, aber ansonsten habe ich, glaube ich, auch gar keine Übung mehr darin. Fallen lassen, festhalten. Danke. Es ist alles auf einmal so träge. Der Ton ist immer noch viel zu laut. So, jetzt geht's langsam. Aber jetzt ist schon wieder zu leise, das ist... Ich meine, bei euch wird sich hoffentlich nichts verändern, das höre jetzt nur ich. So... Da vorne sind ein Haufen Uruks. Und ich habe schon wieder vergessen, wie man die schnell brandmarkt. Ich glaube, es war LT und B. Einfach mal ausprobieren. Ach so. Das war LT. Ich vergaß. Celebrimbor besitzt keinen Geisterfokus, wenn er den Bogen benutzt. Nee, ist klar, weil er ist ja noch am Leben. Während des Ziehens wird die Zeit nicht verlangsamt. Na, schöne Scheiße. Ich werde den Bogen vermutlich nicht benutzen. Wenn du durch RT drückst, kannst du einen noch mächtigeren Pfeil abschießen als zuvor. Du musst deine Schüsse für den maximalen Schaden nicht mehr aufladen. Na, immerhin. Warte, ich rieche etwas.
Egal was es war, es ist weg. Bleibt Wasser. Das ist lustig. Was? Blitzbrandmarken? Achso, ja, X plus A, es ist klar, das weiß ich noch. Aber ich bevorzuge. Achso, ich habe keine Elben geschossen mehr. Gut zu wissen. Das sagt mir aber auch keiner, dass das vorher irgendwie, sehe ich hier irgendwo welche? Scheiße. Ja, du musst natürlich genau, Achso. Okay. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben. Ach komm, verdammt. Okay, ich gehe runter aufs Kampffeld, weil da habe ich vielleicht ein paar Leute, die... Aua. Spürst du das? Nö. Kommt, Uruks. Alle zu mir. Ja, ihr seid erst zwei, ist ein bisschen wenig, aber vielleicht wird's reichen. Okay. Komm mal mit, wir müssen euch alle aufscheuchen. Alle. Los, Leute. Ihr, ja, wow, aua. Ich muss aufpassen, sonst bin ich gleich tot. So. Ja, genau. Genau, das wollte ich jetzt natürlich nicht haben. Aber vielleicht reicht es trotzdem aus. Wow, scheiße. Ist hier eigentlich Permadeath? Das wäre ziemlich doof. Hihi, scheiße. Okay, ich bin ziemlich im Arsch gerade. Ja. Irgendwie so. Oh, Alter, ich bin komplett raus. Aber jetzt habe ich, glaube ich, eine Chance. So, noch ein... Oh, Alter. Ich will doch nur 5 Treffer auf einmal haben, damit ich immer so eine Massenbrandmarkung machen kann. Mehr will ich doch gar... Aua. Diese scheiß Berserker mit ihren A-Angriffen. Ja, und jetzt auf einmal doch wieder Y. Nein, du solltest doch... Ja, komm, mach mich sauer. So. Bring ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Alle gemeinsam. Los, bringt alle um. Ich habe keine Lust mehr, das auszuprobieren. Oh. Scheiße, das war... Ich bring alle um. Ups. Wir haben eine Patrouille, hat unbekannte Spuren gefunden. Niemand weiß, was es ist, doch es ist groß und schnell. Seht euch vor! Okay, haben wir jetzt noch mal ein paar Leute, die irgendwie näher dran sind, damit ich das auch ausnutzen kann? Wenn sich einer hier blicken lässt, der Feigling ist abgehauen. Heißt das, dass ein Hauptmann etwas sehr richtig oder sehr falsch gemacht hat? Hast du das gehört? Bleib doch mal stehen, Junge. Ach, du kannst mich mal. Schon wieder keine Elben geschossen? Natürlich nicht. Die Menschen besitzen im Tageslicht mehr Mut. Muss ich vor ihrer Arglist wüten. Ja, ja. Schleicht da jemand umher? Menschen sind arglistig, ganz doll böse, ist mir egal. Geh weg. Boah, ey. Ich hab doch vorhin ein paar Pfeile stecken sehen. Wo sind die alle hin? Nur indem man jede Bedrohung tötet, bevor sie dich töten kann. Ganz genau. Versuch mal, mich zu bedrohen, dann siehst du, was passiert. Frag mich, was diesen Narren getötet hat. Mit Verlaub, ich war das. Der Mörder ist doch schon längst.
Ups. Da habe ich jetzt blöderweise jemanden angelockt, den ich gar nicht anlocken wollte. Ich sehe noch nicht ganz durch. Ich brauche mehr Story, Leute. Er ist weg. Was für ein Feigling. Das war also schon eine Häuptlings... Wow. Da drüben. Bewegung. Aber sonst geht's dir noch gut, ja? Wo ist denn der hin? Ja, achso, ihr habt ihn abgemuxt. Was soll das bezwecken? Du bist ein dreckiger Dieb. Die wahre Macht hat der dunkle Herrscher. Ich guck mir mal an, wie lange das funktioniert. Au! Okay, ich guck's mir nicht an. Los! Ich dachte, die sind jetzt nicht mehr immun. Das sieht mir noch sehr immun aus. So, meiner. Ihr werdet einen Turm in meinem Namen erbauen. Einen Monolithen für euren hellen Herrscher, der den Schatten trotzt. Und so erbauten die Orks den ersten Leuchtturm.